Literatur und Games ist der Unterschied vor allem, dass Games interaktiv sind, sprich man hat Entscheidungen, die getroffen werden können als Spieler und je nachdem, was man entscheidet, entsprechend ändert sich dann halt die Handlung. Das ist der Unterschied zwischen Games und Literatur. Es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Spiele und aus verschiedensten Gründen gute Spiele mit narrativem Hintergrund, also mit einer schönen Geschichte. Da würde ich sagen, es ist halt wichtig, dass die Geschichte emotional ist, dass sie dich packt, mitreißt, dass die Immersion stark ist, also du eintauchen kannst in das Spiel und eben viele Handlungsmöglichkeiten hast, also viel entscheiden kannst und die Entscheidungen auch spürbar sind in der Spielwelt. Es hängt natürlich vom Auftraggeber ab und vom Spiel. Ich arbeite freiberuflich. Es gibt Spiele, an denen ich mitarbeite, die sind gar nicht emotional. Also zum Beispiel ein Fußballmanager. Aber ich sag mal, klassische narrative Spiele wie Adventures oder Rollenspiele, da ist Emotion sehr wichtig. Und dann können die Entscheidungen groß sein, zwischen Leben und Tod, aber auch kleinere Entscheidungen, die können genauso mitreißend sein.